Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend und wenn ihr schaut, ich bin mal stehen und begrüße euch hiermit zur Eröffnung quasi der UET Season 3. Letzten Mal in Season haben wir auch schon dabei mit dem werten Team VfB Skogler. Der Draft war letztens, ich glaube, der war am 6. oder so vorbei, also schon ein bisschen her. Ich nehme es ja am 11. auf. Das ist jetzt am Sonntag, glaube ich, kommt das Video. Und ich will mal zeigen, was ich mir so zusammengedraftet habe. Wir nehmen natürlich mit dem Team VfB Skogler teil. Nochmal mal wieder Danke an den werten El Scissor, dass er mir das Logo damals für die PBL war, das er noch erstellt hat. Ist ein sehr cooles Logo, finde ich immer noch. Und ja. Dann nehmen wir erstmal. Jo, dann gehen wir erstmal weiter und ich gehe mal durch, welche Leute wir dieses Mal dabei haben. Natürlich mich dann. Dann haben wir dir bei Eve. Blocky ist auch wieder dabei, nachdem er jetzt ihn ausgesetzt hat. Pock Galaxy ist dabei. Logi ist dabei. Seebox natürlich auch wieder als Liga-Gründer quasi. Nestflow ist diesmal dabei. Dann noch Berman, Gabriel, Shubi. Ich weiß nicht, ob der Typ noch irgendwie anders heißt. Sorry, falls irgendwie doch, keine Ahnung. Und, auf, er heißt ob Hunter Drake oder so. Auf, ich kenne nicht alle YouTube-Namen, das ist. Ich kenne meist nur vom Discord, deswegen, ja. Perfekt. Ja, auf jeden Fall, das sind unsere diesjährigen Teilnehmer. Und ja. Dann gehen wir mal in meine Teamvorstellung über. Ihr seht hier schon, diesmal war es ein bisschen anders, weil in Gen 8 gibt es ja keine Megas mehr. Und da wir auf der Switch spielen, sollte ich mir vielleicht mal kurz sagen können nebenbei. Wir spielen auf der Switch. Heißt, wir können auch nicht irgendwie im National Dex AG auf Pokémon Showdown spielen und dann mit Megas spielen oder so. Ne, wir spielen auf der Switch. Heißt auch nur Mons, die in Schwert und Schild von Anfang an dabei waren. Hier in der Tierlist drin. Und ihr seht schon, normalerweise war da ja ein Megaslot immer dabei. Und hier ist jetzt der Giga Dynamax Slot. Und zwar, wir dürfen kein Pokémon, was wir gedraftet haben, Dynamaxen. Außer das Mon, das wir im Giga Dynamax Slot gedraftet haben. Und das sind nur Gigamax-Formen. Folglich, da sind dabei Glurak, Patinaraja, Duraludon, Silembrim, also diese ganzen Giga-Dynamax-Formen. Nun, die durfte man draften, die waren auch wieder so eingeteilt wie sonst, dass man eben für eine bessere auch was drauflegen muss an seinen Punkten, die man also für die Freestarts hat. Und wenn man ein schlechteres draftet, kriegt man was dazu. Zum Beispiel letztes Season hatte ich ja mega Banett, also in Ulti Season 2. Hatte ich ja mega nett, das war ein eher ein schlechteres Mega. Folglich habe ich noch ein paar Punkte dazu bekommen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Mega Meechem genommen hätte, hätte ich wieder was abziehen müssen. Jetzt diesmal war es eben so, dass man für zum Beispiel die Ponytox, glaube ich, Punkte dazu bekommen hat. Und dahingegen dann für lass mich nicht lügen. Für zum Beispiel Glurak, glaube ich, was abgezogen bekommen hat. Jo. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an. Und zwar mit meinem ersten Tier 1 Pick. Und das war mein First Pick direkt. Und zwar habe ich mir da im ersten Tier das Weltrikifalo geholt. Das ist ein Mann, was ich tatsächlich noch nie gedraftet habe. Auch wenn das eigentlich die letzten Jahre in Drafting immer recht ordentlich dabei war. Also ich glaube, es gab kaum einen Drafting, der das Ding nicht gedraftet wurde. Aber jetzt in der Liga hatte ich jetzt mal Bock drauf, vor allem eben, weil es ja in dieser Gen auch noch Sachen wie Ränke, Schmied und Drachentanz dazu bekommen hat. Die eben von wegen Setup auch noch ganz praktisch sein können. Und dadurch bin ich auch noch ein bisschen unberechenbar mit dem Ding. Ob man jetzt hier physisch mit Wutanfall reingeht oder speziell mit Draco Meteor, findest du auch whatsoever. Man kann ich dann auch ein bisschen überraschen. Zusätzlich kann er jetzt auch wieder defoggen, dadurch, dass er dass der Pokémon Home mittlerweile verfügbar ist. Der hat Roost, der kann U-Turn, hat euch auch noch, guten Purpose. Den kannst du auch mal gut choisen, aber nur weil der einen guten Speedwell hat mit 98, glaube ich. Spezialangriff von 125, glaube ich. Heißt, der böllert auch richtig, vor allem wenn man ihn specs oder so. Haut der richtig rein. Und alles in allem freue ich mich richtig auf, den mal zu spielen. Aber wie gesagt, ich halte ihn noch nie in der Draftliga. Scheint, wirkt komisch, aber ist so.
Und ich freue mich richtig auf den. So. Dann im Tier 2. Jo. Ich wollte ein bisschen Bulk haben. Wollte am besten auch eine Fairy haben. Und einen Defogger. Hat man jetzt nicht unbedingt immer alles zusammen. Aber in dem Fall schon. Und zwar wie Galas Mogmog. Und bei Galas Mogmog, der sieht nicht nur cool aus. Der hat eben genau das, was ich halt eben gemeint habe. Der hat aber zusätzlich noch unfassbar guten physischen Bulk. Und eine Coverage, die sich echt sehen lassen kann. Mit eben Sachen wie Moonblast, mit Sachen wie Schlammwogen, mit Sachen wie Feuersturm, Donnerblitz. Spukball kann er, glaube ich, auch noch. Also, der kann sau viel abdecken und das war ja noch nicht mal alles. Ich kann nebenbei mal schauen, ob ich gerade vielleicht ein bisschen was dazu finde, was er so alles kann. Ist das jetzt ein bisschen... Bisschen out of nowhere. Ich bin gerade ein bisschen unprepared reingegangen, weil ich das, weil ich ja Bock hatte, nicht mal das, die Teamvorstellung zu machen. Ich habe noch Aromakur, was auch ziemlich geil ist. Der kann mit seiner versteckten Fähigkeit, kann er das Nebelfeld, aufsetzen, eben weil der Nebelerzeuger als versteckte Fähigkeit, was auch ziemlich insane ist. Der kann theoretisch noch Gyroball, der kann Knuddler, vor allem wenn man bedenkt, dass der physische Angriff tatsächlich höher ist. Was ich bis vor kurzem auch nicht wusste. Der hat 90 Fizz Attack und 95 Spez Attack, was ganz ordentlich ist. Und vor allem, das ist halt auch schon beim normalen Smogmog so. Und ich glaube, das wusste hier keiner. Also ich hatte immer im Kopf, dass Smogmog speziell offensiv deutlich besser ist als physisch offensiv. Aber wenn es so ist, erstmal Nebelfeld Bandit Knuddler spielen. Let's go. Aber speziell ist halt die Coverage bei dem deutlich besser, deswegen... Ja, deswegen machen wir das wahrscheinlich auch nicht. Zumindest nicht in der Draft, also nicht im normalen Meta, aber Draft-Meta kann man alles machen. Kann man auch mal Krux scarfen. Na. Jo, dann gehen wir weiter. Tier 3. Nochmal ein bisschen Bulk. Also ich habe am Anfang recht viel auf Bulk gebaut, einfach weil es ja mittlerweile so viele Threads gibt, die man abdecken muss. Und da bin ich im Tier 3 auf den Ground-Rock-Type gegangen, weil sie ja eigentlich nicht so in die beste Typen-Kombo. Aber kann doch ganz geil sein, vor allem wenn man auch diese wunderbare Fähigkeit Felskern dazu hat. Doch diese affengeile Coverage, ich rede natürlich von Rihornia. Und ja, Rihornia, der kann Steine schmeißen. Und hat eine fette Keulermarsch. Ja, das ist... Okay, der kann rocken, der kann, der hat eine unfassbare Riesen-Coverage. Also der kann halt wahrscheinlich physisch jeden Typen abdecken, so gefühlt. Außer vielleicht irgendwie Pflanze, weil ich nicht überhaupt der Samen bomben kann. Gibt es auch einen Typen, den der physisch nicht abdecken kann? Das muss ich mir mal anschauen. Rihornior. Also... Normal haben wir, Kampf haben wir, die drei Starter-Typen, Feuerschlag haben wir, dann die beiden anderen Starter-Typen haben wir nicht, SVSIC, dann haben wir Käfer, wir haben Stahl, wir haben Boden, wir haben Eis, wir haben Elektro, wir haben Drache, wir haben Stahl, wir haben Gift. Ja. Da hättest du noch den Brandschirm dazu bekommen, habe ich halt gesehen. Lohnt sich. Also kann sich definitiv mal lohnen. Das wiegt ja... Wie viel wiegt der? Stabile 282, okay. Dann ist es ja nicht mehr so schwer, der Junge. Gibt schwere Mons wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Ich habe Bock auf den. Vor allem, weil ich den schon mal in der Draftliga hatte und ich auch weiß, dass ich mit dem umgehen kann. Folglich... Ja, der ist geil. Hab ich Bock drauf. So. Nächstes Mal recht ähnlich. Bulky. Kann rocken. Und hatte ich schon sehr oft im Dorf liegen. Und das ist Bronzong. Ja, das Team ist am Anfang jetzt noch nicht so unfassbar spektakulär. Vor allem bisher recht viel ältere Sachen dabei. Aber bei Bronzong ist eben die Sache, der ist ein Steel-Type. Und der hat, wenn man sich richtig preppt, nicht eine Schwäche. Ja, okay, außer Unicht und Geist, aber früher war es so, dass er nur keine Schwäche hatte, wenn man sich getrappt hat. Weil er ja immer entweder eine Boden- oder eine Feuer-Resistance hat, mit Hitzeschutz oder Schwebe.
weil normal wenigstens, normal effektiv getroffen wird. Zusätzlich haben wir jetzt hier mit Bronzong und Smogmog zwei der wenigen Pokémon, die neben Schwebe noch eine andere Ability haben können. Auch interesting. Und ja, der kann rocken, der kann ein bisschen so ganzen Sets, Set-Moves und sowas, so also Sachen, die man also eigentlich nicht sieht, sowas wie Werte wechselt oder sowas. Kann der auch mal spielen, der kann Bizarro-Raum auch mal abusen, falls man mal hier mit Benetrio Hornio oder sowas machen will. Der, ja, ich habe mit dem, ich habe mir das Thema als Relaxokonda gemacht, irgendwie mit Psycho Plus und sowas und dann Wertewechsel, um dann die Gegner toxen zu können. Also, wie gesagt, man kann mit dem so viel Scheiße bauen, das ist insane. Übrigens, das funktioniert. Ich habe seine Skinnische so weggetoxigt. Easy. Ja. Das Ding ist cool. Mag ich. Mag ich sehr gerne. Als nächstes gehen wir ins Tier 4. Und haben dann das erste richtige Galarmon. Wir haben ja zwei Galarmon Smogmog, aber ist noch kein richtiges Galarmon. Heißt, wir müssen jetzt mal richtig reingehen und dann holen wir uns natürlich den Starteraffen. Eins der wenigen Mons, die ich wirklich von vorhin ein wollte, ab da, wo geplant war, dass wir UET ansetzen, habe ich mir gedacht, okay, den will ich haben. Weil Mon ist, was mich von der Coverage her echt beeindruckt hat, von den Stats her echt beeindruckt hat. Also wenn man sich das mal anschaut hier, 100 KP Base, 90 Dev Base, 85 Speed, 125 Attack. Also der ist nicht nur offensiv stark, der ist auch defensiv echt ordentlich. Kann ich dann auch Setup mit Sachen wie Protzer, der kann Seeden mit Igelsamen. Der kann auch mal bulky sein, der kann halt gefühlt alles, der kann sogar taunten, der Junge. Also, das Einzige, was er nicht kann, ist Flug-Pokémon hitten, aber ja. Niemand ist perfekt, ne? Auf jeden Fall, ich hatte ziemlich hart Bock auf den Pflanzenaffen. Den besten Pflanzenaffen wahrscheinlich bisher. Bis der Root rauskommt. Und man bei dem auch nicht weiß, wie es bei dem so aussieht. Aber ja. Ja, dann wollte ich noch ein bisschen Speed dazu haben. Das Team ist ja bisher recht slow. Das Schnellste ist ein 98 Speedmann. Und 98 Speedbasemann. Und ja. Dann holen wir so einen 120er Base rein und das ist Elektro. Ja. Elektro mit Titankiefer und Donnerzahl hat sich was Spammable Step. Versprecher? Oder irgendwie so. Kann B-Switchen, hat eben, aber mit Titankiefer eben eine echt ordentliche Coverage schon eigentlich. Weil der zwar nur 90 Attack hat, aber eben diese 90 Attack dann verstärkt wird durch Titankiefer auf die ganzen Moves, hat man 5% mehr Stärke drauf. Auf dem Donnerzahl, auf dem Feuerzahl, auf dem Knirscher, auf dem Psychobeißer. Und ja, kann man machen. Dann nehmen wir dazu, wie schon gesagt, der V-Switch. Und ja, so ein Speedwert der 1120, den soll man einfach haben. Also Minimum ein Mon mit 120, um einen Großteil der Monster outspeeden. Sollte eigentlich Pflicht sein. Hier, haben noch Knuddler gerade vergessen. Den kannst du auch noch spielen, theoretisch. Protzer kann der auch noch. Also, Setup mit dem kann man mal machen. Und, ja. Jetzt sehe ich gerade nicht mehr groß viel, was man mit dem noch so machen kann, aber da wird es noch ein bisschen was geben. Ich bin jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass ich nur irgendwelche Spartensets spiele, die man auch so im normalen Meta spielt. Also, ja. Sowas meine ich. Dafür sowas muss ich keine Duftiger spielen. Ja, dann machen wir ins T5, damit wir schon mal mit den festen Picks abschließen können. Auch nochmal ein bisschen schneller, und zwar Galoppa. Ich wollte einen Fire-Type haben, vor allem einen offensiven Fire-Type. Und hab damit Galoppa. Der ist ja ordentlich gebufft worden in der neuen Gen. Einfach dadurch, dass er jetzt SDen kann. Und SD macht so ziemlich jedes Mal besser, so ist nicht. Also, dann halt noch so, die Coverage ist jetzt nicht unbedingt so riesig, aber sie ist nice. Vor allem, weil sie auch Knutter dazu bekommen hat, stimmt ja auch noch. Eigentlich, wenn man mal so die
bin jetzt hier nebenbei ein bisschen auf Pokewiki am Schauen, wenn ich nichts vergesse. Wenn man so die unteren TP-Slots anguckt. Gift-Hieb, Stromstoß, Schlagbohrer, Knuddler, Pferdesteck, Neckstrike. Danach den Step, Flammenblitz, Vielender, Eisenschweif, okay. Schmalhorn, Solarklinge. Kann man auch mal Sonnenteam spielen. Easy. Neben dazu dann noch den SD. Sprungfeder kann man vielleicht auch mal machen, falls man das mal braucht. Und hier ist dann der Verdreher drin, den man schon im Kampf gegen die, Atmo war das in der SML gesehen hat. Als ich dachte, dass Galagalopper Flammenblitz kann. Aber das habe ich dann irgendwie verwechselt, weil Smilegalopper jetzt ja Knuddler kann. Also, ja, ein bisschen verdreht und so, aber egal. Oder wie Wendler sagen würde. Egal. Ja. Aber, dann mal weg von unserem Tier 5, dann mal zum wahrscheinlich krassesten Pokémon bei uns. Würde ich jetzt auch mal sagen, weil Giga Dynamax halt schon krank ist. Vor allem mit dem, was diesmal als Zufallseffekt hat. Und zwar spreche ich hier von Giga Dynamax Lapras. Ich weiß nicht, ob alle auf dem Schirm haben, was dieses Mon mit seinem Giga Dynamax Move macht. Giga Dynamax Lapras sorgt dafür, wenn es einen Eismove benutzt, dass der Aurora-Schleier gesetupt wird. Und für die, die nicht wissen, was Aurora-Schleier macht, Aurora-Schleier halbiert physisch und speziell den Damage, den man vom Gegner bekommt. Und das einfach so mit einem offensiven Move setupen zu können, ist insane. Zusätzlich dann eben noch enormer Bulk, dann eben Bulky Water und eben Water Absorb hat er auch noch, heißt, man hat schon noch eine Recovery gegen solche Wasser, so diese ganzen Wasserspammer im aktuellen Meta, sowas wie Pestkragon oder was ist noch so, Barakiefer, Inteleon, so die ganzen Sachen, die eben mit ihrem Wassermove spammen und da ist mir das Ding schon wieder unten aufgeploppt. Also für die, die es nicht wissen, ich nehme das Ganze hier mit Google Documents Presentations auf, ja. Nee, finde ich tatsächlich einfach am praktischsten, einfach weil ich schnittmäßig komplett unfähig bin. Und das damit eigentlich recht gut umzusetzen geht, finde ich persönlich. Ja, aber kann dann sein, dass nebenbei mal diese Dinger aufploppen, weil ich nicht weiß, wie ich das ausschalten kann. Sorry. So, auf jeden Fall, Giga Dynamax Lapras, unser G-Max-Pick. Dann haben wir jetzt noch zu den 3-Picks. Und zwar haben wir da. Übrigens noch bei Lapras, der kann auch SD, Dragon Dancen. Der kann Gefriertrockner, der kann Surfer, der kann Donnerblitz, der kann Erdbeben, der kann Dampfweise theoretisch auch. Der kann auch so noch ein bisschen Support mit so, ich glaube, zum Beispiel, was kann der? Eigentlich auch Heilglocke oder? Vitalglocke heißt er. Aber ganz wichtig: Regel im UET ist, wenn man mit dem G-Maxmon in den Kampf reinkommt, darf man einen Move drücken und muss danach G-Maxen. Also, man kann theoretisch schon mal rausgehen. So ist nicht. Ist ein bisschen ähnlich wie die Instant-Mega-Regel in der UDT. Season 2 und 1 gewesen. Die mich ja in Season 2, glaube ich, einen Win gekostet hat. Gegen Shiny oder gegen wen das war. Weil ich mein Barnett halt nicht gemegert war. Toll. Trotzdem den Kampf eigentlich, glaube ich, 3-0 gewonnen habe oder so. Aber, ja, tut nichts zur Sache. Auf jeden Fall, immerhin jetzt wie so einen Free-Turn, dass man noch einen Freestyle oder so rausbekommt mit Lapras, bevor man sich dann in riesen Lapras verwandelt. Und das ist tatsächlich eins von den G-Max-Pokémon, die ich noch am schönsten finde. Muss ich auch noch dazu sagen. Also, ich finde diesen roten Kreis da außenrum sehr schön. Und diesen, ich weiß nicht, ob das sein soll, das ist irgendwie ein Blasebalg sein. Also sieht ein bisschen aus wie bei so einem Akkordeon oder sowas. Sieht eigentlich auch ganz nice aus. Was dann mit dem Panzer gemacht wurde. Aber ich schaffe ab. Wer zu den Free Picks und da habe ich mir im ersten Free Pick was richtig Schnelles geholt. Und zwar wahrscheinlich eines der schnellsten Mons, die es in Gen 8 Meter gibt. So, Barakiefer. Der hat 136 Speed Base. Noch 124 Attack Base, eine Coverage von, die ist nicht so groß, aber
die umfasst die wichtigsten Sachen. Wenn man sich das mal anschaut, der kann Aquadurchstoß, Psychobeißer, Neckstrike, Schlagbohrer, Giftdieb und Nahkampf. Und dann kann man eigentlich schon fast jeden Typ abdecken. Dass ich noch Eiszahn für noch irgendwelche Pflanzen-Pokémon, die da reinkommen wollen. Aber sonst, der kann alles abdecken. Und durch den riesigen Speed muss man bei manchen Gegnern nicht mehr unbedingt drauf spielen, dass die, muss man bei den Gegnern nicht mal auf Froh spielen. Wenn jetzt eben irgendwer auf die Regel, die ich ja vorhin erwähnt habe, von wegen, jo, Minimum 120er Base. Wenn man das nicht macht und zum Beispiel nur auf 119 geht, zum Beispiel sowas wie Liberlo oder sowas hat, kann man mit Barakiefer auch mal Element spielen. Und dann so 379er Attack. Übrigens hab ich irgendwie verwechselt, der hat 123 Attack. Nicht 126, was ich gesagt habe. Ja. Jedenfalls. Der Mustachefisch ist auch wieder dabei. Oder ist auf jeden Fall dabei. Und wir gehen mal weiter zum zweiten Freepick. Und zwar ist es ein Mon, weil ich bisher auch noch nie benutzt habe. Vor allem, weil ich das noch nie wirklich. Also, ich mag das Mon schon, aber es war jetzt nie eins von den Mons, wo ich dachte, das mag ich richtig. Und zwar ist es Costoso, der Kondombär. Und der ist einfach deswegen mein Mon of Choice gewesen. Einmal, weil ich eben einen Normal- und einen Kampftyp noch gebaut habe in meinem Team. Auf der anderen Seite, weil der halt diesen riesigen Attack-Wert hat. Ich glaube auch irgendwie 125 Attack oder so. Was auch nochmal stark ist. Und Fähigkeit, Flauschigkeit. Dass alle Attack-Angriffe, die über Kontakt gehen, also auch so Sachen wie Hammerarm, Sturzflug, ich komme mal nicht auf alles nebenbei, sorry dafür. Nur die Hälfte vom Schaden machen. Was gegen manche Mons unfassbar praktisch sein kann. Eben gegen vorhin schon genannte Threats wie sowas wie Pescagon. Der teilweise echt ein bisschen schwierig werden kann. Vor allem, wenn ich es irgendwie schaffe, Lapras zu verlieren. Wie für Pescagon, der ist gefährlich. Dann hat eben Costoso auch eine riesen Coverage mit eben Eis- und Donnerschlag. Ich weiß nicht, ob der nicht auch irgendwie Feuerschlag kann. Bin ich mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube eigentlich ja, aber bin ich mir wie gesagt nicht sicher. Dann eben Kampfangriffe, Eisenschädel, Dark Lariat, Pferdestärke, Erdbeben. Ja, also der kann auch ordentlich was abdecken mit seinem Movepool. Ist dazu noch einigermaßen cute. Auch wenn er irgendwie ein bisschen eckig aussieht. Aber, ja, ist jetzt nicht so Sache. Der ist cool. Und dann gehen wir noch zum nächsten Feedback. Und die Sache bei dem ist, der doppelt sich von Typen her mit Summons und ist auch vom Design her ein bisschen ähnlich wie ein anderes Mon. Aber ich wollte ihn im Team haben, einfach wegen einer bestimmten Sache. Und zwar haben wir bisher im Team kaum Hazard Removal. Das sind zwei Mons und eins davon will ich nicht mit Hazard Removal spielen, das kriege ich Wallo. Also, Hazard Removal und wer fällt ihm da ein? Vor allem, wenn man bisher noch keinen Spinner hat, richtig Monte Carlo. Ist ja eins meiner Lieblingsmons aus Gen 8. Also Top 5 definitiv. Ich mag den sehr. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich fand eigentlich schon Cronkite cool, als das Ding geleakt wurde. Ich war sehr großer Fan direkt von dem kleinen Steinchen. Als ich dann Monte Carlo gesehen habe, dachte ich mir, geil. So ein fetter Vulkansteinhaufen. Der auch irgendwie einen Afro haben könnte. Wenn ich mir das Bild nebenbei so anschaue. So ein roter Afro hinten drauf, ist fett. Ja, und eben der kann spinnen, wie wir wissen, was ganz cool ist. Hat dazu noch diese schöne Fähigkeit namens Dampfantrieb. Wenn man von einer Feuer- oder Pflanzenattacke getroffen wird, erhöht sich der Speedwert aufs Maximum. Folglich ist man nicht nur irgendwie dann nur auf 150 Speed, sondern auf dem Vielfachen, also 600. Und da kommt nichts so schnell hinterher. Wenn dann zum Beispiel noch eine Weakness Poise dazu spielt und da ein Wassermove kommt, dann ist der mal schnell auf +2 physischen, +2 speziellen und
plus 6 Init. Und vor allem viel, was ich zum Beispiel am Anfang nicht wusste, der hat ja einen gleichen Angriff wie Spezialangriff. Heißt, man kann ja auch mal Mix spielen, irgendwie mit zum Beispiel dann Steinkante und Siedewasser. Der kann ja auch Siedewasser, das ist auch so eine Sache. Der hat eine tatsächlich größere Coverage, als man am Anfang denkt. Und das war das Mal, was ich vorhin meinte, was die Mahnstellen wahrscheinlich deutlich besser nutzen kann. Weil der, soweit ich weiß, stabil ist 460 Kilo wiegt. Eigentlich auch nur 310. Okay, irgendwie habe ich hier einen Speedweiter falsch im Kopf. Der kann eben auch noch Rocks legen, der kann auch Stachler, was ganz cool ist. Noch so Sachen wie Body Press, was bei 120er Death Base nicht zu unterschätzen ist. Kann eben jeden Death-Wert auch noch mit Eisenabwehr boosten. Der kann Gyro-Ball mit seinem 30er Speedwert natürlich. Und ja, der ist cool. Ich mag den. Und dann kommen wir noch zum letzten Mon. Pass auf, nochmal zwei Typen abdecken, Leute, die ich bisher noch nicht habe. Ich kann so viel sagen, der Käfertyp bleibt offen. Deshalb ist es auch nicht so wichtig, um irgendwelche Sachen abzudecken, weil es glaube ich nur eine Typen-Kombo gibt, die auch. Oder zählen mehrere Typen-Kombo aus, aber die sind jetzt nicht so unbedingt häufig. Also, sag mir, okay, du brauchst noch einen Ghost-Type und vielleicht noch einen Flying-Type, weil dein Team echt ground-weak ist. Vor allem, wenn er Gegner Mode-Breaker hat, ist das Team fucking ground-weak. Also, wenn er Gegner Mode-Breaker hat, haben wir Smogmog, Rehorn, ja. Bronzong, Belektro, Galoppa, Monte Carlo. Und das soll das nächste Pokémon vielleicht noch ein bisschen abfangen, falls es da mal in eine Bredouille geht. Und zwar haben wir Drift Zeppeli. Habe ich jetzt nicht auch nie in der Dorfliga, auch wenn ich den sehr gern mag. Vom puren Design her. Und eben auch so von den restlichen Sachen her. Zum Beispiel die Stats sind eigentlich ganz cool. Der hat wie viel KP-Base hat der? Irgendwie 200 KP-Base oder so? Oder übertreibe ich mal wieder grundlos? 150, okay. Auf jeden Fall riesen KP-Base. Dann eben noch so ein bisschen Support-Moves, sowas wie Trickbetrug oder Clairsmog, Hypnose, Haze. Defoggen kann der auch. Der kann disablen. Der kann subben kann eh jedes Mal. Dann auch so Sachen wie Eissturm, der kann Staffette. Rückenwind kann der auch noch. Und natürlich, wichtigster Move aller Zeiten, Kraftabsorber. Irgendwelche random physischen Attacker, einfach Kraftabsorber spam. Ist immer der beste Play. Deswegen einfach Scarf und Kraftabsorber. Da gibt es kein physisches Mal, was dagegen halten kann. Also zumindest, wenn man, sagen wir mal, trifft sie Billy nicht one-hitted. Ja. Ist zwar in den Defensivwerten jetzt nicht so stabil aufgestellt, aber die KP reißen es da schon ordentlich raus, dass der auch mal ein bisschen was aushält. Hat dann eben noch zwei mit Entlastung und Hitze waren zwei sehr coole Fähigkeiten, wie ich finde. Jetzt auch Finalschlag, falls man irgendwie mal dem Gegner noch ein bisschen was mitgeben will. Wenn er einen per Berührung killt. Aber, ja. Aber ich würde es auch mal sagen, das war's auch mal mit der Teamzusammenstellung für UET Season 3. Können wir mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr so vom Team haltet, was ihr irgendwie anders gemacht hättet oder so. Gesniped wurde ich nicht groß, kann ich so viel schon mal sagen. Ich wurde kaum gesniped in meinem kompletten Draftplan. Was ziemlich nice ist. Wobei der Draftplan auch zum Großteil sehr spontan war. Ich glaube, ich habe mir nach dem vierten, fünften Pick erstmal einen Plan gemacht, was ich noch als Rest haben will. Und selbst da war noch nicht der Rest voll. Ich glaube, Drift Sleepy war irgendwie so ab der 10. Runde war klar, dass ich den haben will. Also war alles wieder recht spontan. Also zum Beispiel auch letzte Season habe ich auch spontan gepickt, wie sonst was, wo ich natürlich Terrakium und Mew haben will. Und fertig. Aber wie gesagt, das war's dann mit der Teamverstellung für UDT Season 3. Nächste Woche Samstag kommt dann wahrscheinlich auch das Teambuilding. Also das ist Sonntag, den 15.3. kommen. In der Woche bis zum 15.3. mache ich auch den ersten Kampf. Bis zu diesem Kampf nehme ich auch noch das Teambuilding auf. Für den ersten Kampf meine Layouts sind schon fertig. Tatsächlich, ich habe mir da sogar recht viel Mühe gegeben. Fürs Teambuilding, Teambuilding Layout, damit man das auch genießen kann, meine Teambuildings zu gucken, tatsächlich mal. Hier muss ich jetzt ja nicht so viel designmäßig machen, aber nur eine Liste, aber eben, freue ich auf die Teambuildings, ich habe mir da, wie gesagt, Mühe gegeben. Und wie gesagt, freut euch auf nächsten Samstag, wenn es dann mit der UET weitergeht, oder auf einen nächsten Tage, wenn es dann mit PMD, mit
vielleicht auch mal wieder Platin, vielleicht mal wieder FIFA, wobei das noch ein bisschen dauern wird. Oder allgemein mit neuen Videos weitergeht. Bis zum nächsten Mal, lasst ein Like da und ciao.